Herzlich willkommen zurück zu The Long Dark und der dritten Episode. So, wir haben eigentlich alles gepackt. Ich würde sagen, wir nehmen hier das Holz noch mit, weil wir wissen nicht, wann wir das nächste Mal klarkommen. Ich habe jetzt leider kein Messerchen gefunden. Ah, das kann man als Bett nutzen. Krass. Wir brauchen aber nicht zum Schlafäden. Wir können rein theoretisch nochmal zum Haus zurückgehen. Wo ist sie denn hin? Ist sie jetzt wieder zum Haus? Müssen wir wieder zum Haus? Findet Thomas ein Wegkreuz. Ah, okay, hier ist die. Also wir sind hier. Idyllisches Tal, Außengelände. Mollys Bauernhaus. Aber wieso gehen wir nicht nochmal zu Molly? Ich meine, ich habe ja nichts gegen sie. Und ich weiß halt hundertprozentig, dass sie, oder war das nicht ihr, also der Typ auf der Barre sah aber aus wie ihr Mann. So, ich glaube, die Wölfe werden jetzt aggressiv mir gegenüber. Okay. Du Misti. Entschuldigung. Ja, hier war ich damals. Krass. 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 Okay. Okay, also ich versuche jetzt nicht so viel zu rennen. Die ist halt jetzt schon. Mann, ist das noch von der vom letzten? Oder warum ist die jetzt? Oder liegt es an der Nässe? Ich weiß es nicht. Oh, das heißt wieder neue Geheimnisse, ne? Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja mal ganz kurz gucken. Ganz kurz noch. Hallo. Nur ganz kurz. Oh, da geht schon mal ein Seil nach oben. Da ist eine kleine Höhle. Ja, die Höhle ist wahrscheinlich gemacht, damit man da drinnen schlafen kann, um dann später da hoch zu gehen. Wahrscheinlich ist das hier dann sogar das Ende. Also, wisst ihr, was ich meine mit Ende? Dass man hier dann irgendwie rausgeht. Ja, okay. Also, ich finde es schon mal richtig geil. Hatte ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt, dass ich jetzt hier noch mit Astrid spielen darf. Finde ich sehr schön. Sehr schön. Ja, es tut mir leid, Astrid. Gut. Ja, da oben ist nichts. Ja, wir schauen uns ja alles an. Und wahrscheinlich, ja, die Geheimnisse finden wir sowieso nicht. Also die geheimen Vorräte finden wir sowieso erst, wenn wir die Hinweise darauf haben. Von daher. Aber wir hätten ja vielleicht eine Leiche finden können, wo halt Hinweise drin sind. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wow. So. Okay, ich weiß es nicht. Meint ihr, wir retten jetzt im Endeffekt? Ja. Also Astrid, ich weiß, wo Mackenzie ist. Oh, ein Schokoriegel. Okay.
Also ich werde es tatsächlich jetzt immer so machen, dass ich immer nur schnell speichere. Außer ich habe eine Episode. Wow. Herzschmerzbrücke. Muss ich das verstehen? Außer ich habe gerade eine Folge abgeschlossen. Dann werde ich so speichern. Prison guard. Oh shit. I could use this. Okay. Memo des Bundesgefängnisses von Schwarzwälz. An Wachmann Gray, regionaler stellvertretender Commissioner Stevens, Schwarzwälz Verlegung. Haben wir zusätzliche Beamte für die kommenden Insassenverlegungen abgestellt? Die Straßen und Bedingungen auf Großer Bär sind bekanntermaßen nie gut, aber dieses Jahr offensichtlich noch schlimmer als sonst. Wir müssen sicherstellen, dass wir genügend Hilfe haben, wenn wir sie brauchen. Wie Sie wissen, wird diese Bande es uns nicht leicht machen. Grüße, R. Stevens. Ja, das haben sie auch. Entschuldigung. Das haben sie auch nicht. Ich folge mal den Blutspuren. Weil ich rieche Loot. Entschuldigung. Außerdem habe ich eine Waffe. Look at my revolver. My revolver is amazing. So. Ja. Blutverspritzte Notiz eines Straftäters. Dieses Papier trieft schon von meinem Blut. Ich bin als einziger übrig. Diese Feiglinge. Irgendwas hat mich gebissen. War ein Fehler, Mattet zu folgen. Kein Anführer. Ihm ist nicht zu trauen. Nach Hause bringt er dich jedenfalls nicht. Okay. War das vielleicht unser Freund, der jetzt bei Mackenzie ist? Oh, ein Beil? Ja, also wie gesagt, wir nehmen jetzt erstmal alles mit. Einfach damit wir safe sind. Ah, weil noch können wir mehr als genug tragen. Ja, okay, gut. Nicht mehr. Da oben ist nichts. Okay. Hagebutten nehmen wir mal mit. Das ist ja ein natürliches Schmerzmittel. Oder was? So. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir uns dann so. Es war ein Warnschuss an die Wölfe, damit wir fernbleiben. Ich denke mit. Ja, ich wollte den Stock aufheben, Mann. Also solltet ihr jemals mit mir in der Wildnis unterwegs sein, ich würde mir jetzt keine Schusswaffe unbedingt geben. So. Ich würde auch sagen, wir schauen gleich noch mal da vorbei bei den Nachbarn. Okay. Ach, das sind Hasen, okay. 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 Kann ich auch hinten?
Ah, ich habe im Kofferraum gar nicht nachgeschaut. Noch vom Rücksitz auch gar nicht nachgeschaut. Gut, das werde ich ab jetzt. Kofferraum ist geschlossen. Motorhaube, ja, gut. Da ist halt immer wie immer diese Autobatterie da, ne? Die zurückgelassenen Autos auf großer Bär nützen sie nichts mehr. Aber Autobatterien können zu Bleischrott zerlegt werden. Ach, dafür. Okay. Lass mich in Ruhe. Lass dich in Ruhe, wenn du mich in Ruhe lässt. Okay. Wir nehmen mal den Hasen so mit, wie er ist. Denn ich glaube, dass ich, also das heißt nicht, ich glaube, ich denke mal, wir können den zerlegen. Kriegen da Pelzer raus. Und ich weiß nicht, was sie gegen die Wölfe hat. Die jagen für einen. Also, besser kann es einem doch nicht gehen. Oder? Okay. Idyllisches Tal, Außengelände. Aber hier war ich. Also im Überlebensmodus. War ich damals hier. Ja. Oh, abgefackeltes Haus. Oder eingestürztes, man weiß es nicht. Oh, Hundefutter. Njam, 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 njam. Wieso kann ich eigentlich das Hundefutter den Wölfen nicht anbieten? Ich würde es tun. So von wegen hier, habt ihr Hundefutter? Hundefütter? Hundefüttere. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich meine, wir haben ja jetzt mittlerweile gelernt an zweierlei Sachen. Dass diese ganzen Notizen nicht da sind, wo man denkt, dass sie sind. Also die sind halt nicht sehr offensichtlich. Man muss da schon so ein bisschen um die Ecke gucken. Ah, ich glaube tatsächlich, dass ich hier wahrscheinlich irgendwo einen Bogen bekomme. Oh, da ist eine Limo drinne. Okay. Hier ist nichts. Okay, dann nicht. Okay. Oh, ich weiß noch, im Überlebensmodus, da habe ich ja auf richtig schwer gespielt. Also da habe ich ja hier auf dieses Todesmarsch, glaube ich, war das. Also jedenfalls dieses richtig schwer. Ja, und da habe ich einfach auch richtig schwer verkackt. Ist jetzt schon eine Weile her. Und nein, das gibt's nicht auf YouTube als Video. Ich habe das tatsächlich woanders. So, ich werde jetzt aber mal hier Feuer machen. So. Oh, 55% nur Wahrscheinlichkeit. Damit sie A, sich aufwärmen kann und B, wir was essen können. Weil ich würde gerne erstmal das essen, was verderblich ist, also die Hasen. So, machen wir ein schönes Hasensteak. Tut mir leid. Dich nehmen wir aus, zerlegen. Ja. Hä? Achso. Ja, wow. 6 Minuten. 52 Minuten, so lang brennt das die ganze Geschichte nicht. Also müssen wir erstmal die Tonne. Ich muss ganz vorsichtig sein, ne? Sonst. Ah, Brennstoff hinzufügen. Brennstoff. So 2 Stunden. Ja, komm, 3 Stunden lassen wir das mal. Und dann können wir uns daran wärmen. Währenddessen zerlegen wir den Hasen. Ich muss den ja zum Glück nicht selber töten. Ist doch schon mal ein großer Vorteil. Und ich glaube, der Darm trocknet auch bei uns.
Im Inventar. Also Garen, genau das Kaninchen. Und dann kochen wir mal Wasser ab. Weil das ist eigentlich immer gut. Okay, wir haben hier einen Rucksack. Währenddessen schauen wir uns um. Wir könnten zwar die Zeit überspringen, aber wie gesagt, ich möchte mich hier sowieso nochmal umschauen. Oh, Gewehrpistolen. Hatte sie eigentlich gesagt, wo sie hingeht? Also hier unsere Freundin. Guck mal, wie viel Kohle hier drin ist. Alter Schwede, das können wir alles benutzen. Ja, 7 Kohle. So. 23 Minuten bis zum Garpunkt. Okay, rausgehen wir jetzt nicht. Okay, wir gehen jetzt nochmal hoch. Gucken uns oben um. Oh. Oh, da ist auch nochmal eine Werkbank. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Werkbank ist immer gut. Ja, wir haben hier Antiseptikum haben wir schon. Wir sollten jetzt vielleicht schon anfangen, so ein bisschen auszusortieren, was wir mitnehmen, was nicht. Ah, wir haben kein Brecheisen. Oh, Windjacke. So. Oh, Feilschaft. Oh, das sind jetzt andere. Oh, ich habe sie immer nicht von oben gesehen. Alter Schwede, ist da Loot drin. Das ist... Es ist halt krank, was da alles drin ist. Aber gut, das liegt halt daran, dass es auf einfach ist. Ist da hinten irgendwas? Nee. Nur noch ein Heuballen. Okay. So, dann wollen wir das, die Möhre hier mal aufbrechen. Und müssen dann gleich schon aussortieren. Huch. Ja, ja, ja. Ich habe einen losen Finger. Oh. So, jetzt sind wir auch an dem Punkt angekommen. An dem die ganze Sache kompliziert wird. Okay, das siedet gleich. Und das ist gleich gar. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Sträuchhölzer, wenn ich ehrlich zu euch bin, was... Ich... Einmal lasse ich Kompelle... Ach, hier haben wir noch... Ja, das reicht, Dicke. Ich meine, ja, die wiegen nicht viel, aber ich brauche die halt einfach nicht. So. Was haben wir noch? Hier Kleidung, Kleidung, Kleidung. Moment. Ja. Wir essen das noch schnell. Bevor es verbrennt. Er wäre ja unschön. Musste ja das Tier umsonst sterben. So, wir trinken. Oh, 30 Liter haben wir noch. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir uns einen Hagebutten-Tee für unterwegs machen. Ah, nee, dafür muss ich die erstmal schneiden. Das war ja hier, dann. Nein. Ach, krass, ich habe erst. Ups. Gut. Wir haben. Ich lasse die recycelte Dose hier. Bin ich ehrlich zu euch? Weil brauchen wir nicht. Okay. So. Dann wollte ich gucken, was ich jetzt anziehe. Weil wir sind wieder überladen. Nichts Neues. Okay. Wieso tragen wir das drunter? Aber wir können das. Können wir das gar nicht drüber. Oberbekleidung? Ja gut, sind wir mal ehrlich, da würde ich eher sagen, wir reparieren das hier. Und das hier zerlegen wir.
Weil wenn wir, also ich weiß nicht. Ich hoffe ja tatsächlich, dass wir nicht nochmal auf einen Bären treffen. Und wenn doch, ja, dann Prost Mahlzeit. Dann haben wir echt Arschkarte. So, dann haben wir hier Thermounterwäsche und getragene lange Wollunterhose. Die war auf jeden Fall wärmer. Und ich guck mal. Ja, die hier. Die hier ersetzen wir. So, dann können wir die hier zerlegen und reparieren die andere. Weil dann ist sie wiederum auch stärker. Wärmer. Und wir müssen ja jetzt ein bisschen Wärme bekommen. Weil wir doch sehr stark auskühlen. So. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Socken müssten wir eigentlich auch reparieren. Aber die hat schon richtig gute Stiefel. Okay. Ah, ich habe keinen Stoff mehr. Okay. Schade. Das ist auch mit denen hier. Aber ich will die anderen nicht zerlegen. Also die hier, die leichten Handschuhe. Weil ich ein bisschen Schiss habe, dass es dann trotzdem nicht besser wird. Oh, die ist auf jeden Fall besser. Beziehungsweise wärmer. Und die hier können wir eigentlich. Die Mütze wird, glaube ich, im Endeffekt besser, wenn sie. Gut. Gut, gut, gut. Es wird sowieso Nacht. Ich würde sagen, wir legen uns hier ans Feuerchen schlafen. Und schlafen bis morgen früh durch. Es passiert mir halt immer noch, immer wieder. Ich habe diesmal habe ich mir gesagt so, hey, pass auf, du hängst Episode 3 gleich dran, weil da bist du schon so im Spiel drinne und machst auch weniger Fehler. Ja, nicht mit mir. Ich mache halt einfach immer noch dieselben Fehler. So. Also sie hat auf jeden Fall Durst und Hunger. Ja, die restlichen Sachen reparieren wir, sobald wir wieder Stoff haben. So. Essen war da. Okay. Komm, erstmal die schlecht werdenden. Wow. Ein sehr schweres Wort. Nussmixe. Also was ich ein bisschen, naja, nicht krass, aber die Tendenz der Spiele, die geht ja momentan wirklich sehr stark Richtung, du musst dich ausgewogen ernähren. Ja, das heißt, du musst halt darauf gucken, dass du bestimmte Fettwerte erreichst und, damit es dir auch wirklich gut geht. Das ist ja wirklich, wenn ich gucke, Scum und so weiter. Wobei ich glaube tatsächlich, dass The Long Dark mehr so den Schwerpunkt auf die Story legt. Und von daher ist das, glaube ich, hier eher weniger wichtig. Oh, hier sind keine Pfeile. Okay. Das klingt halt einfach so komisch. Wir müssen, glaube ich, da lang, ne? Also hier ist so viel Platz. Hier ist so viel, wo man was verstecken könnte. Da hinten sind noch Heuballen. Oh, da ist noch mal. Da gehen wir auch mal gucken. Nur kurz gucken, nur kurz. Nein. Ich bin so eine kleine Abenteurerin. Ich will halt alles sehen, entdecken, Hagebutten. Wobei, Hagebutten, die waren doch gegen Schmerzen, oder? Lackpouring war doch gegen das, das wir noch nicht haben. Hier Antibiotika. Ah. Oh, und gleich eine Taschenlampe.
Ja, das Antiseptikum schmeißen wir gleich raus. Dip, dip, dip. So. Ablegen. Ich würde auch sagen, hier. Ja, komm. Wir haben jetzt mittlerweile auch die Hagebutten. Ich weiß, viele werden jetzt wahrscheinlich schreien und sagen: Was machst du da? Ja, Dinge sind passiert, Fehler, aber nein. Ich glaube tatsächlich, dass das in Ordnung so ist. Ich glaube, anders werde ich es nicht brauchen. Nobody needs this anymore. Kohle. Davon habe ich eigentlich jetzt momentan mehr als genug. Wenn man das so sagen kann. Ob wenn man genug davon haben kann. Da ist ein kleiner Fluss. Der ist wahrscheinlich eingefroren. Weil kalt. Okay. Ich will nur mal so kurz drüber gucken. Das ist Feuer, seht ihr das? Man darf halt auch nicht vergessen, also ich glaube tatsächlich, dass, also, die Geschichte von Astrid spielt ja jetzt, glaube ich, nicht anschließend an Will, sondern anschließend an den Zeitpunkt, wo Will Milton verlassen hat. Also ich glaube, ja, wisst ihr, was ich meine? Wir haben gleich als Will weitergespielt. Ist halt ein bisschen schade, dass ihr nicht noch gesagt habt, ja komm, wir lassen den Spieler gleich von dem Zeitpunkt an spielen, an dem beide abstürzen. Dass man halt irgendwie gleich aussuchen konnte, ah okay, gut, ich möchte erstmal als Will spielen oder ich möchte halt erstmal als Astrid spielen. Hätte ich noch schön gefunden. Kommen da nicht hoch. Aber da ist auf jeden Fall, da werden wir uns abseilen können. Oder aufseilen. Wow, nein. Hier ist ein kleines Häuschen. Gleich abgeschlossen. Nein, nein, nein. Jetzt finden wir ein Kletterseil, mit dem wir eigentlich nach oben klettern können. Ha. Lokale Ge Legenden. Der Geisterhirsch? Ah, die von harten Wintern und der Isolation gebeutelten Bewohner der idyllischen, des idyllischen Tals suchten oft in der Natur nach Schutz und Geborgenheit. Ein beliebter Zeitvertreib bestand darin, nach einem legendären Hirsch Ausschau zu halten, der laut den älteren Bewohnern eine besondere Erkenntnis verleihen sollte. Natürlich nur demjenigen, dem es gelang, diese wilde Kreatur zu finden. Ob das rätselhafte Tier selbst oder das friedliche Ausschau halten nach ihm diese Erkenntnis hervorriefen, ist nicht eindeutig überliefert. Also auch schön. So, hier haben wir auch nochmal ein Bettchen zum Schlafen. Hätten wir auch hier übernachten können. Ja, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass das öfter passieren wird, weil ich dumm bin. Ja, ich glaube auch, dass du das gebrauchen kannst. Ich bin sprachlos. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will kein Hundefutter mehr mitnehmen. Wir haben jetzt ein bisschen Essen. Ist hier unten drunter was? Weil oft verstecken sich ja auch Sachen unter den Betten. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich das Hundefutter schon nicht mehr mitgenommen. Weil es gerade a little bit heavy. Oh, einen ganzen Gelo muss ich.
Herstellung und Reparatur 5 Tage lang in geschlossenen Räumen geluftrocknet werden. Ja, dann lufttrocknen wir das jetzt mal. Die Hagebutten kommen ablegen. Alles ablegen. Kaputter Pfeil. Kann ich einen neuen Pfeil machen? Ja, guck mal, wie viele Fackeln wir haben. Und wir haben ja jetzt schon hier die Laterne. So. Ne? Ah, ich weiß es halt nicht. Ich habe auch übelst viel Kohle mit dabei gehabt, ne? Das brauchen wir ja auch nicht. Habe ich eigentlich? Nee. Ich habe nichts zu befüllen. Schade. So, da. Nee, wir legen 2 ab. So, reicht auch. So. Ja, die muss nicht nochmal schlafen. Also, die hat ja eigentlich. Ich glaube halt einfach, ich sollte noch nicht hier sein. Ich glaube, ich werde hier früh genug hinkommen. Wir hätten das Luck-Pawling noch mitnehmen können gegen Antibiotika. Antibiotika. Aber, ich glaube tatsächlich nicht, dass wir eine Infektion bekommen. Also, dass ich stürze und mir wehtue, das höchstwahrscheinlich. Das ist, glaube ich, ja. Auf einer Skala von Wahrscheinlichkeiten, bei 80%. Oh, wir haben einen neuen Char. Ich werde versuchen, nicht so viel zu rennen. Was mache ich? Rennen, rennen, rennen. Okay, so. Scheint, als hätte eine Reihe von Unfallüberlebenden aus dem Schwarzfelsgefängnis es ins idyllische Tal geschafft. Untersuche, ob dir die Ereignisse in Milton durch die Berge gefolgt sind. Ehrlich jetzt? Okay, das werden wir machen. Das werden wir machen. In der nächsten Folge gehen wir dann erstmal hier hin, weil das ist jetzt momentan am nächsten. Ich habe das gar nicht gesehen. Ah, krass. Das war hier das blutverschmierte Ding, ne? Okay. Wir werden auf jeden Fall die Nebenstory zuerst machen. Und große Geschichten. Hier zur Lichtung des Geisterhirsches. Untersuche die großen Geschichten, die du in Büchern im idyllischen Tal findest. Ach, hier oben ist das. Ah, okay, das sind, ob die uns gefolgt sind. Das hier oben ist. Ah, okay, das machen wir auf jeden Fall. Ich freue mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Thank you.